Na, wie geht's euch? Gut? Sehr gut. Danke, ihr drei. So, wir sind jetzt extra aufgestanden. Reicht jetzt auch, Alter, was? Ich freue mich sehr, heute hier moderieren zu dürfen. Letztes Jahr haben wir hier schon wirklich so Gas gegeben, dass eins live gesagt hat, Dicker, mach's doch einfach nochmal. Ist eine Riesenehre für mich, ich freue mich unglaublich. Und es liegt nicht nur an mir, eigentlich liegt's gar nicht an mir, es lag eigentlich nur an euch. Weil ihr habt so Gas gegeben, ihr wart so laut, dass sie gesagt haben, wir können gar nicht anders. Vielen Dank an euch, dass wir letztes Jahr so geil waren. Wir toppen das heute, oder? Ich glaube auch. Ausverkaufte Hütte. Es riecht nach Popcorn. Ich liebe mein Leben. Und das Wichtige ist auch, ich möchte euch natürlich erstmal kennenlernen. Ja, also erstmal ganz kurz für diejenigen, die mich scheiße finden. Ich komme immer wieder. Ihr habt die Arschkarte. Ja. Trotzdem mal hier vorne, du bist sehr schick angezogen. Wie heißt du? Bitte? Ischias? Tut weh, ne? Ja. Nochmal, Ischias? Ach, Andreas. Du hast eben gerade was anderes gesagt. Du verarschst mich doch. Ischias, was? Andreas, was? Elias, was? Manuel, was? Andreas, sehr gut. Halt, stopp, jetzt reicht es. Geil, drei Assis klatschen, ihr kennt das, alles klar. Ischias, Andreas, mit wem bist du heute hier? Mit deiner Freundin? Oh. Sie weiß noch gar nichts davon, scheinbar. So, hallo, ja. Hallo, Andreas, sehr unangenehm, hallo. Hast du beim Frauentausch gewonnen, ne? Sehr gut. Wie lange seid ihr schon zusammen? Keine Ahnung. Ach, 3 Jahre. Wie lange seid ihr zusammen? Keine Ahnung, wirklich. Wir waren betrunken. Wo habt ihr euch kennengelernt? Oh, ihr wollt es beide nicht sagen. Das ist ja jetzt. Du, dann habe ich total Verständnis. Dann frage ich natürlich nochmal. Wo habt ihr beide euch kennengelernt? Im Internet. Ah. Jetzt wird's richtig unangenehm. Andreas, wie heißt denn deine Freundin? Schatz. Ja, genau, du darfst dich auch selber vorstellen. Oh Gott, gleich so, ich kann mich auch selber vorstellen. Das ist Köln, hey, wir sind frei, alles schön. Wie heißt du denn? Margarita, ich liebe Margarita. Dich hätte ich auch genommen. Und auch dich hätte ich belegt. Mit meiner Salami. Auf jeden Fall. Da klatscht selbst Andreas, jawohl. Hau sie weg, Bruder, ich filme. Nein. Aber geil, jetzt seid ihr wach, die ganze Zeit so, nee, reicht mir nicht. Und dann so, oh ja, klar. Bumserei, sehr gut. Und habt ihr schon nach 3 Jahren? Ja, doch, da hat man schon, wie geil, er so, Im Internet, wo war das im Internet? Sagt es ruhig. Geil, bist du der Anwalt? Tinder, sag Tinder, auf jeden Fall Tinder. Da machst du nichts falsch, alles entspannt. Tinder! Sehr schön. Oh Gott, ist das unangenehm. Wir machen weiter. Also, Andreas, hast du gedacht, du findest da die große Liebe? Hast du nicht gedacht? Andreas, ich frage dich jetzt hier vor 14.000 Menschen, ausverkaufte Arena. Hast du deine große Liebe deiner Erwartung gegenüber entgegen? Du weißt, was ich meine, gefunden. Ist das deine große Liebe? Ja, das ist toll. Bei Tinder. Wundervoll. Sehr schön. Andreas, was machst du beruflich? Du arbeitest bei der Polizei. Sag das doch gleich, ich mache über jemand anders Witze. Hi, grüßt euch. Geiler Typ, hey. Aber da hast du die Handschellen ja schon dabei, das ist doch schön. 50 Shades of Andreas, halt, stopp, jetzt reicht es. So, guck mal, hier Andreas, ne? Und Margarita, total jung. Hier, guck mal, andere, da freue ich mich doch. Und du machst doch den Daumen hoch, du hörst gar nichts mehr. Du hast die Jacke noch an, du weißt noch nicht, ob du bleibst, oder? Du wartest, ob es warm wird. Oh. Wie heißt du, mein Freund? Du heißt Thomas. Er ist der Schwarm unserer Omas, der Thomas. Hallo, Thomas. Aber du lässt dich schon feiern, ne? Erste Reihe. Ich hoffe, Und hast du deine GILF schon dabei? Deine GILF. Geil, und die GILF. Ja, ja, hier, hallo. Ich muss es revidieren, jetzt wo ich dich sehe, du bist doch, ich sage es dir aus tiefstem Herzen, du bist eine MILF. Das kann man sagen. Doch, du siehst fantastisch aus, wirklich. Selbst Andreas würde dich belegen. Mit Eiern. Bist du die Tochter? Wie geil bist du denn? Komm, mach sie fertig, Alter, endlich. Ich hab gesagt, erste Reihe, da rappelt die richtig durch. Übrigens, Leute, das ist das Niveau heute Abend. Freut ihr euch? Ja! Wo habt ihr euch kennengelernt? Was machst du beruflich erstmal, Thomas? Was machst du beruflich?
Du bist Bauarbeiter, sehr, sehr geil. Du weißt, wie man den Spaten reingehämmert bekommt, das ist gut. Dass die Tochter so lacht, ja, so bist du entstanden. Du bist kein Wunder. Sehr gut. Was macht deine Frau beruflich? Was machst du beruflich? Hausfrau. Oh, das liebe ich. Wenn eine Frau nur für ihre Kinder da ist, sie bekocht. Ja, das ist der wichtigste Job überhaupt. Mama sein. Das finde ich sehr... Für dich. Für dich auch. Trotzdem, ich finde es sehr schön, dass du es machst. Ja, das ist dein Applaus. 14.000 Leute. Ja, ist schön. Aber Thomas... Sehr gut, jetzt gehe ich noch mal ganz kurz hier rüber. Die Zeit nehmen wir uns jetzt einfach so. Er schüttelt schon mit dem Kopf, ich nicht. Zu wem gehe ich wohl, Dicker? Ich freue mich, dass du da bist. Ich bin heute nicht der Fetteste. Ja! Oh. War doch nur Spaß. War schon ernst gemeint. Oh, Dicker. Geiles Hemd, Alter. Wenn es mal modern wird, dann hast du es schon. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Dicker. Da klatscht ihr, ihr seid ja richtig assi, aber jetzt habe ich euch langsam, ja. Leute, wo seid ihr? Macht mal Lärm, Alter, was ist denn los hier, ey? So will ich euch, ey. Dicker, hier, wie heißt du? Roberto? Romaso? Tommaso? 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 Bist du Italiener? Ja, ist das das italienische Thomas? Hallo, ich bin Thomas, ich bin Tommaso. Oh, si, si, mi comandante. Was machst du beruflich? Sag jetzt nicht Pizza, Alter, dann müssen wir die Show abbrechen. Was machst du? Bitte? Technik. Kältetechnik. Kältetechnik. Ach, Kältetechnik. Kältetechnik, Kältetechnik. Hast du die Jacke von ihm, von der Kältetechnik? Du bist auch ein Ficker. Pass auf, also. Tommaso. Und die Gif. Pass auf. Ich hab so Bock heute, ohne Scheiß. Ich rappel euch weg heute. Vielleicht springe ich noch ins Publikum. Das wäre eine geile Schlagzeile, Alter. Kristall springt ins Publikum. Alle tot. Außer die auf den Rängen so. Höp, das war schön, das war lustig. Du machst, bist du auch am PC? Also machst du auch. Ist das deine Frau neben dir? Ja. Oh. Richtig schön so. Oh, jetzt fesselt sie richtig an. Sie richtig so. Lassen Sie mich in Ruhe, bitte. Das ist völlig unangenehm. Mir ist schon warm. Ihre Kältetechnik können Sie sich sparen. Hast du sie damals so kennengelernt? Bist du mit der Tastatur zu ihr so? Hallo, schönen guten Tag, ich bin Tommaso. Darf ich dich entern? Und sie, klar, was hast du denn vor? Und er so, 69. Sie irgendwann so, oh Gott, mein Freund kommt. Okay, escape, 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 escape. Tommaso, du bist aber clever. Wenn sie dir irgendwann, weiß ich nicht, wenn du sagst, komm, ich will eine Jüngere haben, machst du einfach alt, entfernen, boom, entspannt. Du hast alles richtig gemacht, aber ich kann dir sagen, du hast eine tolle Frau. Sie sieht fantastisch aus. Du bist nicht die einzige MILF heute, ja? Muss man mal sagen, die erste Reihe sieht fantastisch aus und ihr seid ganz toll. Leute, Applaus für die erste Reihe. Ihr macht super mit. Tommaso, bist du Kölner? Wo kommst du her? Was für Hausen? Recklinghausen. Alles klar. Guck mal, die anderen 11 aus Recklinghausen sind auch da. Yeah. Das ist unser Tommaso, hier, der Bürgermeister von Recklinghausen. Aber ganz ehrlich, ich liebe Köln. Wo sind die Kölner? Sind schon ein paar da? Ja. Ich muss euch sagen, ich liebe Köln, weil ihr Kölner, seid mal ganz ehrlich, ihr seid anders. Ihr seid wirklich, nein, ich kann durch Köln laufen und das Geile ist, mich quatscht keiner an. Ja, nicht weil ihr so höflich seid, sondern weil es euch einfach scheißegal ist. Ja, ich krieg schon Komplexe in Köln, so, hallo, hey, ich bin Kristall, verpiss dich, Dicker. Okay, Entschuldigung. Obwohl es auch manchmal besser ist, wenn man nicht erkannt wird, ey. Ist kein Witz. Ich war in Köln am Hauptbahnhof, okay? Und da kam ein Mädel zu mir, die meinte so, Entschuldigung, du bist doch, Und ich so, Ja, Und sie, boah, können wir vielleicht ein Foto machen? Ich sag, ja, klar, können wir machen. Da guckt die mich an, in Köln am Hauptbahnhof, boah, ich feier dich, ich schwöre, ey. Ey, damals bei Hausmeister Krause, du warst der Beste. Wer war ich, Alter? Der Dackel oder was? Aber wir kennen das hier alle. Komm, ich will euch alle hören. Alles für den Dackel. Ein paar Asis machen immer mit. Sehr gut. Aber ich finde das immer cool, wenn man durch die Stadt läuft. Die Leute denken ja immer, dass man die nicht hört. Die stehen einen Meter neben mir. Oh Gott, das ist er ja wirklich. Ich stehe daneben so, ja, Ibims, eins Kristall. Ja? Aber ganz ehrlich, ich habe das wirklich, dieses Mädel, die gesagt hat neben mir so, ey, der ist das ja wirklich. Ich habe mich neulich in ihr wiedergefunden, ja? Also nicht in ihr. Auch, ja? Nein, aber ich habe eine geile Story erlebt. Ich war in Köln im gleichen Hotel wie die deutsche Nationalmannschaft. Ja, die waren auch im Zwei-Sterne-Hotel. Und
Ganz ehrlich, Leute, ich war ein bisschen aufgeregt, okay? Und ich war so im Frühstücksraum, neben mir saß Draxler, der hat so Müsli gefressen. Hab ich gedacht, okay, mache ich jetzt auch. Dann werde ich auch Fußballstar. Ja, Spoiler-Alarm, wurde ich nicht, okay? Dann wollte ich noch oben in mein Zimmer gehen. Ich habe den Fahrstuhl genommen, weil die Treppe war kaputt, ja. Ey, da geht die Fahrstuhltür auf. Wer steht da drin? Manuel Neuer, Alter. Ja, plötzlich war ich das so, der ist das ja wirklich. Ja, der war noch verletzt. Der hat sich an so einer Stange festgehalten. Der hält echt alles. Der ist mega, ja. Pass auf, Leute, ich war richtig nervös. Ich gehe in den Fahrstuhl rein, Tür geht zu. Der guckt mich ganz lässig an, so, hey, ich ganz cool. Der hatte diesen Blick, weißt du, dieses unangenehm. Ey, dann waren wir irgendwann im zweiten OG. Das ist kein Scheiß. Da guckt mich Manuel Neuer an. Ey, Digga, du bist doch Kristall, oder? Ich ganz cool. Ey, Leute, ihr müsst euch in meine Lage versetzen. Das war mein Moment. Ja, ich hätte coole Sachen sagen können. Ich hätte sagen können so, ja, ja, ich bin Kristall. Sorry, wie war dein Name nochmal? Bock auf eine Coke Zero, Bitch? Ja. Hätte ich machen können. Überraschung, hab ich aber nicht. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich stehe in diesem Fahrstuhl, ja, 4 Quadratmeter groß, 3,5 habe ich selber eingenommen, ja. Wange an Wange mit dem besten Torhüter der ganzen Welt. Der fragt mich, bist du Kristall? Das Einzige, was mir Depp einfällt, ist, vielleicht bin ich gar nicht Kristall. Ihr habt es erfasst, das ist eine Klatschstelle. Ihr müsst jetzt alle klatschen, sonst wird es sehr unangenehm für uns. Sondern du! Ey, wir haben so gelacht, wir drei. Ja, er, ich, sein Fremdscham, das war mega.